Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich euch meine besten kostenlosen Dateiwiederherstellungsanwendungen vorstellen. Personalcomputer und Laptops, Smartphones und Tablets sowie andere digitale Geräte werden von Benutzer zum Speichern wichtiger und persönlicher Daten verwendet. Obwohl die Zuverlässigkeit jedes dieser Geräte heutzutage keinen Zweifel aufkommen lässt, ist das Thema Dateisicherheit für den Benutzer immer noch sehr wichtig. Digitale oder Datenspeichergeräte können unabhängig vom Benutzer oder Hersteller aus vielen Gründen ausfallen oder beschädigt werden, was zu Datenverlust führt. Es gibt keine Geräte, die die Sicherheit der Benutzerdaten zu 100% gewährleisten würden. Im Fall des Verlusts wichtiger Informationen infolge eines Systemschadens oder eines versehentlichen Löschens besteht jedoch die Möglichkeit, verlorene Dateien wiederherzustellen. Beim Löschen von Dateien werden Informationen unabhängig von Gründen und der Löschungsmethode nicht dauerhaft vom Datenträger gelöscht. Es wird einfach ein gelöscht markiert und System als solches betrachtet. Für das System ist eine solche Option viel weniger ressourcenintensiv als ein vollständiges Löschen, bis die Informationen mit anderen Dateien überschrieben werden. Dies bedeutet, dass die gelöschte Datei wiederhergestellt werden kann, bis eine bestimmte Menge an Informationen auf der Festplatte gespeichert wurde, die die erforderlichen Dateien überschreiben können. Im weiteren Verlauf des Videos werden wir uns mit Programmen befassen, mit denen Sie gelöschte Daten oder verlorene Daten von der Festplatte wiederherstellen können. Während des Tests wurde eine Liste erstellt, aus der die kleinste Anzahl von Dateien in der Anwendung mit dem besten Ergebnis wiederhergestellt werden konnte. Also fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Und wir beginnen mit dem 8. Platz, an dem die PC Inspector File Recovery Anwendung erschien. Mit dieser Anwendung war es möglich, die kleinste Anzahl von Dateien wiederherzustellen. Trotzdem kann PC Inspector File Recovery bei der Wiederherstellung von Informationen helfen, die aus irgendeinem Grund verloren gehen können. Dies ist ein völlig kostenloses Programm, das mit Dateisystemen wie FAT und NTFS funktioniert. Neben anderen demonstriert die Anwendung hohe Geschwindigkeit, analysiert die Festplatte des Computers sorgfältig und verfügt über mehrere Wiederherstellungsmodi. Das Dienstprogramm verfügt über eine einzigartige Funktion, mit der Sie den Startsektor einer logischen fehlerhaften Festplatte wiederherstellen können. Leider werden nicht alle fehlenden Daten zur Wiederherstellung übermittelt und es wurde das schlechteste Ergebnis erzielt. Außerdem kann das Programm das System während des Scans erheblich verlangsamen und bei einer schnellen Formatierung konnten einige Dateien nicht gefunden werden. Auf dem 7. Platz mit etwas besseren Ergebnissen lag Disk Drill, früher bekannt als Pandora Recovery. Dieses Dienstprogramm ist nicht sehr bekannt, aber sehr bequem zu bedienen. Dies ist auch ein kostenloses Programm, das für Anfänger geeignet ist. Dieses Programm stellt alle gelöschten Daten nach dem Leeren des Papierkorbs oder ohne Verschieben im Papierkorb mit den Tasten Shift plus Delete sowie durch Löschen aus der Befehlszeile wieder her. Mit Pandora Recovery können Sie gelöschte Dateien von Ihrer Festplatte, Speicherkarte, Ihrem USB-Laufwerk und anderen Laufwerken wiederherstellen. Es ist möglich, Dateien nur eines bestimmten Typs wiederherzustellen – Fotos, Dokumente, Videos. Dieses Programm hat jedoch erhebliche Nachteile. Mit seiner Hilfe könnten wir lange gelöschte Dateien nicht wiederherstellen. Leider hat sie eine relativ kleine Liste kompatibler Formate. Den 5. Platz belegt das Programm SoftPerfect File Recovery. Es ist auch ein völlig kostenloses Dienstprogramm.
Sie können gelöschte Dateien von allen gängigen Laufwerken in verschiedenen Dateisystemen einschließlich FAT32 und NTFS wiederherstellen. Dies gilt jedoch nur für gelöschte Dateien, geht nicht durch Ändern des Partitionsdateisystems oder Formatieren verloren. Die Programmgröße beträgt nur 500 KB. Trotzdem zeigte sie gute Ergebnisse und belegte zu Recht den 5. Platz in unserer Spitze. Es erfordert keine Installation, besteht nur aus einer Datei und kann sogar von einem USB-Laufwerk ausgeführt werden. Die Programmoberfläche ist einfach. Es besteht die Möglichkeit, wiederherstellbare Dateien nach Erweiterung zu filtern. Der 4. Platz ging an den ECS Data Recovery Wizard. Im Vergleich zu anderen Wiederherstellungsprogrammen weist der ECS Datenwiederherstellungsassistent mehrere Nachteile und einzigartige Funktionen auf. Das Scan-Ergebnis kann gespeichert und jederzeit geöffnet und wiederhergestellt werden, ohne dass die gesamte Festplatte gescannt werden muss. Durch einen schnellen Scan werden die Pfade und Namen der wiederherstellenden Dateien gespeichert. Über das Suchfeld können Sie die gewünschte Datei aus dem Satz der wiederherstellten Dateien finden. Sie können Dateien von Mark HFS Plus Minus Dateisystem jeden wiederherstellen. Das Programm ist einfach zu bedienen, es gibt einige Dateivorschaufunktionen und Sie können eine große Anzahl von Dateien gleichzeitig wiederherstellen. Das große Minus ist jedoch, dass es ein kostenloses Wiederherstellungslimit von 500 MB gibt. Wenn dies jedoch ausreicht und Sie diese Aktion einmal ausführen müssen, empfehle ich darauf zu achten. Und schließlich fahren wir mit den letzten drei Programmen mit den besten Ergebnissen fort. An dritter Stelle steht das Recuva-Programm. Das kostenlose Programm Recuva ist eines der bekanntesten Programme, mit dem Sie Daten von Festplatten, USB-Laufwerken und Speicherkarten auch für Anfänger wiederherstellen können. Für eine einfache Wiederherstellung bietet das Programm einen praktischen Assistenten. Benutzer, die erweiterte Funktionen benötigen, finden diese ebenfalls hier. Mit Recuva können Sie Dateien unter Windows 10, 8, Windows 7 und XP sowie in älteren Versionen des Windows-Betriebssystems wiederherstellen. Dies bedeutet nicht, dass dieses Programm sehr effektiv ist, wenn Sie beispielsweise das Laufwerk in ein anderes Dateisystem umformatieren, was das Ergebnis nicht das Beste, aber als erste Möglichkeit, um festzustellen, ob es möglich ist, etwas aus den verlorenen Dateien wiederherzustellen, ist es sehr gut geeignet. Die Hauptnachteile des Dienstprogramms besteht darin, dass es ausschließlich unter Windows funktioniert und keine Dateien unter macOS wiederhergestellt werden können. Das Programm arbeitet relativ langsam und einige Benutzer beschweren sich, dass es dabei nicht stabil funktionieren kann. Es hat auch eine geringe Chance, beschädigte Medien wiederherzustellen. An zweiter Stelle steht Puran File Recovery. Puran File Recovery ist ein relativ einfaches, völlig kostenloses Programm zur Datenwiederherstellung, das sich eignet, wenn Sie Fotos, Dokumente und andere Dateien nach dem Löschen oder Formatieren oder aufgrund einer Beschädigung eine Festplatte, eines USB-Laufwerks oder eine Speicherkarte wiederherstellen möchten. Von allen frühen kostenlosen Wiederherstellungsprogrammen erwies sich diese Option als eine der effektivsten. Das Programm zeigte sehr gute Ergebnisse. Das Programm erkennt mehr als 50 Dateiformate und diese Liste kann erweitert werden. So kann fast jede Datei, auch die spezifische, wiederhergestellt werden. Der Hauptnachteil des Programms besteht darin, dass Sie bei der Installation zusätzliche Software installieren können. Wenn Sie dieses Dienstprogramm installieren möchten, seien Sie vorsichtig und lesen Sie den Text in dem Dialogfeld, um nichts Besonderes zu installieren. Meiner Meinung nach ist es einfacher, die tragbare Version zu verwenden. Nun, an erster Stelle stand das Programm, dass es nicht seltsam ist, PhotoRec. Dieses Dienstprogramm könnte die größte Anzahl gelöschter Dateien wiederherstellen.
PhotoRec ist ein leistungsstarkes Dateiwiederherstellungsprogramm, das jedoch für Anfänger möglicherweise nicht sehr praktisch ist, da alle Arbeit mit dem Programm ohne die üblichen grafischen Oberfläche ausgeführt werden. Alle Aktionen müssen über die Befehlszeile ausgeführt werden. Mit PhotoRec können Sie gelöschte Dokumente, Bilder und Archive finden und speichern, insgesamt etwa 500 Dateierweiterungen. Die Reichweite ist unbegrenzt und erfahrene Benutzer können ihre eigene Signatur erstellen, um nach einem bestimmten Datentyp zu suchen. Sie können das Programm unter DOS, Windows, Linux, macOS und anderen Plattformen installieren, was es zu einer universellen Lösung für Benutzer macht. Auch für die Windows-Plattform gab es eine Version von PhotoRec mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Zuvor mussten alle Aktionen über die Befehlszeile ausgeführt werden, sodass die Verwendung jetzt etwas einfacher geworden ist. Trotzdem war es nicht möglich, einige Dateien mit diesem Dienstprogramm wiederherzustellen, obwohl die Ergebnisse für uns ohnehin eine Überraschung waren. Aber warten Sie, beeilen Sie sich nicht, wenn all diese Dienstprogramme Ihnen nicht helfen können. Es gibt jedoch Optionen, die jedoch bereits bezahlt wurden. Aber wenn die Informationen wirklich wichtig sind, lohnt es sich trotzdem. Ich möchte euch unser Dienstprogramm zur Wiederherstellung von Hetman Partition Recovery anbieten. Hetman Partition Recovery ist das universelle Dienstprogramm in diesem Video. Die Funktionalität des Programms beschränkt sich nicht nur auf die Wiederherstellung eines bestimmten Dateiformats oder die Arbeit mit einer bestimmten Speichermeldung. Der Grund für den Verlust der Datei spielt ebenfalls keine Rolle. Mit dem Algorithmus des Tools können Sie Dateien in den schwierigsten Fällen wiederherstellen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Programm Ihre Daten wiederhergestellt, können Sie die Testversion verwenden. Sie können das Speichermedium analysieren und den Inhalt der zur Wiederherstellung gefundenen Datei anzeigen. Wenn die Datei im Vorschaubereich angezeigt wird, wird sie mit Sicherheit vollständig wiederhergestellt. Neben der Vorschau gelöschter Bilder, Dokumente, Tabellen, Kalkulationen, Multimediendateien und komprimierter Archive verfügt das Dienstprogramm auch über einen Hex-Editor. Mit dem Hex-Editor können Sie sehen, in welchen Sektoren sich der Inhalt der Remote-Datei befindet und Service-Informationen zu logischen Laufwerken oder dem gesamten physischen Speichermedium anzeigen. Welche Vorteile hat das Programm? Das Programm unterstützt von allen möglichen Windows-Versionen. Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die als Windows Explorer dargestellt wird. Die Fähigkeit, jeden Dateityp von jedem Speichermedium wiederherzustellen. Das Vorhandensein eines einfachen und praktischen Assistenten zur Wiederherstellung von Dateien, der den Prozess der Dateiwiederherstellung für Anfänger erheblich vereinfacht. Das Programm verfügt über einen Hex-Editor über die Datenwiederherstellung in besonders schwierigen Fällen, der von fortgeschrittenen Benutzern verwendet werden kann. Sie können das Scan-Ergebnis des Speichermediums speichern und Daten damit wiederherstellen, ohne erneut scannen zu müssen. Es ist möglich, ein Disk-Image für die weitere Wiederherstellung von Daten daraus zu erstellen. Die Funktion ist nützlich, wenn die Disk beschädigt wird, wenn es möglich ist, jeden Moment vollständig aufzufallen. Das Vorhandensein eines detaillierten Leitfadens zur Verwendung des Programms auf der offiziellen Webseite des Benutzers. Der Online-Support auf der offiziellen Webseite des Unternehmens beantwortet alle Benutzerfragen. Und welche Nachteile hat das Programm? Das einzige Minus dieses Dienstprogramms ist, dass es keine Version für macOS gibt. Das Programm stellt Dateien sowohl von der lokalen als auch von der physischen Festplatte wieder her. Es unterstützt die Wiederherstellung von Dateien von einem Speichermedium nach der Formatierung oder mit einem fehlenden Dateisystem, RAW. Wiederherstellen eine gelöschten oder verlorenen Festplattenpartition. Der Benutzer kann die Art der Analyse auswählen.
Schnellscan oder vollständige Analyse. Als Ergebnis von QuickScan werden die Pfade und Namen der wiederhergestellten Dateien gespeichert. Als Ergebnis der vollständigen Analyse sortiert das Programm die erkannten Dateien nach dem Dateiformat. Das Programm verfügt über eine integrierte Vorschaufunktion der wiederhergestellten Datei, unabhängig von ihrem Format. Durchsicht eines Bilds oder eines Office-Dokuments, Anhören einer Audiodatei oder eine Wiederformatdatei. Es ist möglich, große Datenmengen wiederherzustellen, ohne deren Gesamtgröße einzuschränken. Der Benutzer kann Dateien auf einer Festplatte, einem USB-Laufwerk, einer CD, DVD wiederherstellen. Gespeicherte Dateien über RFTP sowie jedes andere physische oder Wechseldatenträger hochladen. Hetman Partition Recovery ist ein erweitertes Dateiwiederherstellungsprogramm, das verschiedene Dateisysteme unterstützt. Darunter sind FAT, FAT16, FAT32 und NTFS. Mit seiner Hilfe kann der Benutzer komprimierte oder verschlüsselte Dateien, verlorene Ordner oder ganze Festplattenpartitionen wiederherstellen. Es werden Daten wiederhergestellt, die vom Benutzer oder der Anwendung gelöscht wurden, die aufgrund eines Virenangriffs, eines Software- oder Stromausfalls verloren gegangen sind und aufgrund der Formatierung gelöscht wurden. Unter anderem bittet das Unternehmen Nutzern seiner Programme rund um die EU Online-Support. Das Programmmenü basiert auf einem schrittweisen Prinzip, bei dem der Benutzer keine Probleme mit seiner Verwendung hat. Wählen Sie einfach die vorgeschlagenen Funktionen aus und klicken Sie auf Weiter. Sie können Ihre Daten in drei Schritten wiederherstellen. Wählen Sie ein Laufwerk oder Speichermedium aus, von dem Sie Daten wiederherstellen möchten. Wählen Sie den gewünschten Analysetyp aus und führen Sie ihn aus. Speichern Sie die erforderlichen Dateien oder Ordner. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Programme helfen euch, das Problem des Datenverlusts zu lösen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie eure Fragen in den Kommentaren. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.